Moin, ich hab voll Bock und auf das geile Festungslevel! Yeah! Das Einzige, was krasser ist als das Festungslevel, ist, dass ich jetzt gleich Welt 2 machen darf. Oder Level 2. Du kannst erstmal schön Federn holen. Nee, ich bin ja auf der anderen Seite von Level 2, oder? Nein. Woher weißt du das? Weil du Game Over bist und wieder am Start stehst. Ach, stimmt, ja, du hast ja recht. Entschuldigung, ich bin ja Game Over. Ich bin ja nicht nur einfach so tot. Ja, dann werde ich erstmal Federn holen. Das ist natürlich wieder eine schöne Beschäftigung. Ein Hühnchen rupfen. Lecker. Ich weiß nicht, was ich zu diesem Schloss sagen soll. Ich finde das ja eigentlich von der Idee. Und nochmal! Das war jetzt auch wieder so ein bisschen redundant. Also an sich, die Idee ist ja ganz lustig, aber ich habe da irgendwie... Und nochmal! Keinen Bock auf den Mist. Und das Schlimmste ist, dass man da direkt gefletscht wird von diesen scheiß Türen. Und nochmal! Boote, Boote, Boote! Gewinne, Gewinne, Gewinne! Und nicht nochmal. Doch. Nein, du holst dir jetzt diese Blume auf der anderen Seite, Rush. Danke. Danke. Ach ja, aber wir haben doch Spaß. Eigentlich haben wir Spaß. Ich hab Gas. Sag's. Hui! Ey, diesmal ist da kein Coinblock. So war da letztes Mal ein Coinblock. Das war ein Glitch wahrscheinlich, weil du den da drüber genau zu dem Zeitpunkt aktiviert hattest, als du durch die Tür gegangen bist. Dadurch ging mal gut, ne? Die Tür war okay. Weiß nicht genau, was das bringt. Ja, versuch mal. Klappt den bestimmt. Wunder an seinem Kopf. Jetzt. Aha, okay. Nee, da musst du Anlauf nehmen. Hab ich doch! Nee. Ich bin halt dick! Ja. Lass mich mal. Nee. Wann schaltet man eigentlich diese Röhre hier oben frei? Das würde mich mal interessieren. Das ist eine very good question. Ich glaube, wenn man noch 10 Schlösser gespielt hat. Ach so. Da gehen wir erstmal rein, das ist nämlich angenehm, das machen wir gerne. Stirbst jetzt, ich sag's dir. Sowas gibt's hier nicht mehr. Du stirbst in 2 Sekunden. 1. 15! 2. Tot. Du bist gestorben. Deswegen bewegt er sich jetzt auch nicht mehr, weil es gar nicht umgekippt ist. Das stimmt nicht. Denn Schädel, Skelette, die können gar nicht mehr sterben. Ha! Da hast du dich verkalkuliert. Doch, wenn du Magiewaffe plus 13 hast, dann schon. Ich hab das aber nicht und dieses Level auch nicht. Ich komm nicht rein, Rush. Jetzt, Hitler. Mit ein bisschen Flutschi. Flutschi Gleitcreme? Genau. Ja, ei! Ja, ui. So, Rush, mach die Festung! Nein. Nein. Nein! Aber Herr Lustig. Verdammt, Herr Lustig. Ich bin ja heiß. Red nicht so ein Scheiß. Verdammt, Herr Lustig. Ich esse gerne Reis. Red nicht so ein Scheiß. Verdammt, Herr Lustig. Das ist doch nicht lustig. Die ist ja heiß. Ich bin verdammt, Herr Lustig. Ja, ohne Fleiß kein Brei. Brei? So, Rush, machst du jetzt? Mach. Danke. Dieses Areal auf dieser Seite ist dieses Schloss echt schön. Aber ich glaube, wer baut denn so ein Schloss? Da muss man ja voll auswendig wissen, wie man aus den Türen rausgehen kann. Also wenn man da selber wohnt. Dadurch war gut oder nicht? Das war die ich genommen habe. Die war jetzt nicht scheiße, aber ich glaube, hier ist auch nicht unbedingt verkehrt. Weiß ich nicht. Da ist ein Stern. Was willst du denn jetzt mit dem Stern? Du musst irgendwie... Okay. Nee, das bringt nix. Da brauchst du den P-Switch von oben. Und Blinky war sein Name. Oder so, also vielleicht wird das ja auch durch, das wär's ja. Da rein oder rum? Da rein. Klick's gar nicht drauf an. Da fährt ein Fernverkehr. Das war recht. You like to live dangerously. So, nu?
Das ist verwirrend, das Schloss. Wow! Du kannst da nicht von oben auf das Wunder springen, Rush. Das hatten wir schon mal, das Thema. Tut mir ja sehr leid. Aber ich darf dabei Wow sagen und sterben, oder nicht? Das darfst du. Siehste. Yay, ich muss den Mist nicht machen. Lassen wir den auch aus. Ich lass den jetzt aus. Also, wir haben das alles schon mal gemacht. Ich meine, das Schloss muss, dieses Level 2 muss ich sowieso jetzt machen, weil da komme ich ja nicht drum rum. Aber ich habe irgendwie keine Lust, nochmal diesen Federnmist zu machen. Ich will auch jetzt hier mal wieder ein bisschen meinen Beitrag zu diesem Let's Play liefern. Und das tue ich jetzt, indem ich wieder mal Level 2 schaffe. Weil ich dazu dumm zu bin. Ja. Jai. Ruffel. Kacke. Da wollte ich die eigentlich noch nicht verlieren, die Feder. Da wollte es auch noch nicht klein werden. Nee. Da wollte es auch noch nicht sterben. Tue ich auch nicht. Nee. Wolltest aber auch nicht. Nee, das ist richtig. Da komm mal, Sonne, komm mal. Nein, nicht in die andere Richtung fliegen. Die Sonne soll nicht kommen. Ich musste da, ich brauche da eine Feder, um das konzeptuell sinnvoll zu machen, das Level. Das ach, ist echt, Scully, echt? Ja, echt. Ja, echt. Echt. Ja, richtig. Ich weiß, wie ich das schaffe. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Baba hatte echt eine gute Idee. Forrest Gump ist ein schöner Film. Quack. Da war er weg. Quack. 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 Krötenwanderung. Die Kröten wandern von deiner in meine Tasche. Ja. Gertrude, ne? Ja. Die war super. Das kennt bestimmt keiner mehr sonst. Doch, ich denke schon. Aber keiner von den jüngeren Zuschauern. Ja, die wahrscheinlich nicht. Gibt's nicht jetzt eine Merkel-Show als Nachfolge? Das weiß ich nicht. Wäre eigentlich lustig, aber Gertrude war klasse. Zu Hause. Das ist das geilste Urlaubsland. Ich habe da noch die Musik-CD von. Nee, das habe ich nicht, aber man, das war ja auch auf jeder Bravo-CD, die man damals hatte. Ja, ich habe das komplette Album. Ja, du bist halt cooler als ich. Ich habe den Album. So, hier nicht einfach nur durchrennen, so wie einfach ich. Nur durchrennen! Und der Skala sagt noch. Der Skala sagt noch, einfach nur durchrennen. So, hier waren wir ja schon, aber was, hä? Also der Skala sagt nicht einfach nur durchrennen, und der Rush sagt, einfach nur durchrennen, und dann rennt der Rush einfach nur durch. Ja. Aber pass mal auf, ich habe jetzt einen Trick. Der neue Trick? Der Tonnentrick. Ja. Und da gibt's eine Blume. Das hat's jetzt vollgebracht. Eigentlich müsste diese Tür jetzt auf dem Rückweg dich wieder in den Eingang zurückbringen. So, jetzt gehst du links rum, oder was? Ach, wow, der Rush, der weiß. Ja, natürlich. Irgendwann muss man das ja mal gemacht haben. Übrigens, wenn du einen Peace-Switch drückst, bewegen sich die Dinger nicht. Hab ich gerade auch festgestellt. Guck mal, was da oben ist. Bunga Bunga. Das ist ja frech. Das ist ja richtig frech. Da wirst du direkt in den Rhein gefahren. Ja. Aber du hast es ja geschafft. Ich lass den mal einfahren. Ja. Zack! Wie kommt Mario da jetzt wieder raus? Der steht da jetzt. So, jetzt muss ich den Rest machen. Du kannst, ach, Level 2 jetzt auch klemmen, du kannst es auch weitergehen. Wie denn? Ja, indem du die Röhre nimmst, ich hab dir doch jetzt gerade freigemacht. Die, wo du am Anfang meinst, die kommt man da denn durch. Ach so. Da muss ich aber jetzt... Füßi. 3, 2, 1, tot! Ist nicht. Ist doch. Kacke. Och Mann. Was ist denn los hier? Ist das jetzt die Röhre, die zurückführt? Ja, ich weiß nicht, guck mal. Ne, hier geht's weiter. Sie führt zum Bowser Castle. Das ist übrigens sehr schön. Da erstmal kommt noch so ein Panzerding. Mhm. Das schönste von allen. Das sieht doch schon. Ja, das hier verteilt ganz viel Liebe. Ja, ich sehe das schon. Aber an sich finde ich Welt 8 nach wie vor cooler als Welt 7. Ist. Nur die Musik geht mir auf den Zeiger, aber das hatten wir ja schon mal. Also cooler ist es sowieso. Wie viele Räder sind denn an diesem Panzer? 26,3. Guck, das, das hintere ist nur so hochgestöbbelt. Hochgestöbbelt. Deswegen zählt das nur als 0,3. Und dann sagen auch Kfz-Mechaniker dazu, hochgestöbbelt. Ja, das ist ein Fachbegriff für eine Umkehrung des Hinterrades an Panzern. Mhm, die Hochstöbelung. Erfunden von Gerhard Stöbel. Ja. Nee, Gerhard war da nur Co-Produzent. Eigentlich hat seine Frau Maria Stöbel das erfunden, aber im Zweiten Weltkrieg haben gesagt, Frauen wissen nicht, wie Panzer funktionieren.
Ach so. Weil Panzer viel zu dicke Dinger für Frauen sind. Und Frauen kennen sich mit dicken Dingern nicht aus, haben sie gesagt. Ja, aber das war, Panzer gab es ja schon im Ersten Weltkrieg. Ja, aber im Zweiten Weltkrieg wurde die Hochstempelung erst davon. Ah, okay. Guck mal, wer ist denn der? Bunge, Bunge. Der will's aber nochmal richtig wissen, ne? Ja, richtig. Feuer, scheiße, das Level. Und bist du jetzt schon so weit, dass du da hin kannst? Ja. Oh Gott, aber wir müssen doch vorher noch alle Level, die wir jetzt noch nicht haben. Nein, müssen wir nicht. Doch, Rushed. Den Anspruch habe ich. Ich nicht, ich mache jetzt Bowser. Nein, du machst jetzt nicht Bowser. Vorher muss Level 1, Level 2 stehen, das ist ganz klar. Ja, dann mach du das doch mal. Ja, du kannst mir da ein bisschen helfen. Nein, wenn ich Game Over gehe, müssen wir alles nochmal machen. Nö, die haben ja die Röhre. Rushed, nein. Level 2, oder du holst die Feder da, das ist egal. Aber noch nicht das Bowser Castle. Und auch nicht die Flöte. Warum nicht die Flöte? Der Flötenschlumpf fängt an. Ja. Skala, der Flötenschlumpf. Ja. Was ist denn da rechts? Ach, da ist einfach nur die... Das ist die Rückkehrröhre. Die Rückkehrröhre, okay. Ach, jetzt bist du da. Hui. Ich würde aber sagen, das ist jetzt die Also wenn wir jetzt noch einmal Level 2 und dieses Federlevel gemacht haben, dann können wir zum Bowser-Level, auch wenn wir dazwischen nochmal Game Over gehen. Lol. Obwohl, eigentlich haben wir das bisher ja immer gemacht, dass alle Level auch abgeschlossen sein mussten, oder nicht? Ja, aber da hatte ich auch noch viele Leben. Der macht ja nichts. Nee, das würde ich sagen, das ist jetzt hier noch unser Anspruch. Wir kriegen das hin, Rushed. Okay, da muss ich mich jetzt anstrengen. Ja. Das ist aber schon das schwerste von den Federleveln, oder? Das sehe ich nicht falsch. Ist. Kann man da eigentlich rechts drüber nehmen? Obwohl das erste auch gar nicht so einfach ist, wenn man den Feuerhain hier am Anfang unterschätzt. Ja gut, das erste haben wir halt nicht so oft gesehen. Zweimal, um genau zu sein. Einmal bin ich ihn reingelaufen, einmal habe ich es geschafft. Mhm. Gut, das wäre dann schon mal erledigt. Null. Dann mache ich jetzt noch das zweite Level mal eben. Ja! Bitte. Hoffentlich. Blinky gibt dir moralische Skalam-Unterstützung. Ich bitte darum. Blinky, weitermachen! Ja bitte, Blinky. Echt mal. Faule Säcke von heute. Ich drücke den so lange, bis du stirbst oder schaffst. Danke. Das ist auf jeden Fall mal abwechslungsreicher als die Musik, die wir davor hatten. Beziehungsweise die hier eigentlich läuft. So, das war schon mal die schwerste Stelle. Naja, scheiß auf die Feder, die ist nicht so wichtig. Das kann jetzt Vollgas. Knallgas! Knallgas! Yeah! Darf ich jetzt Bowser machen? Nein, beim nächsten Mal. Och Manu. Denn jetzt ist der Part vorbei. Das heißt, beim nächsten Mal ist höchstwahrscheinlich der letzte Part von Mario Bros. 3. Ein bisschen Alarm. Skalam! Skalam! Denkst du übrigens bei Scully auf dem Kanal? Ja, kann sein, dass wir den beide hochladen. Schauen wir mal. Also nee, ich denke, das ist für den letzten Part nicht so wichtig, nur für den ersten. Alles klar, dann machen wir bei dir. Also Finale gibt's bei Scully, wenn wir es schaffen. Das wird ja noch spannend. Das kann auch sein. Also, bis dann. Tüdelü.